287.000 Euro. So viel hat Kaltern für Strom im Jahr 2020 ausgegeben. Und im vergangenen Jahr, also 2021, waren es exakt 459.000 Euro. Eine ziemlich saftige Erhöhung also, findet der Kalterer Gemeinderat Florian von Ach, der die Anfrage gestellt hat. Das ist sehr viel. Noch dazu vor dem Ukraine-Krieg, von dem man ausgeht, dass die Energiekosten nochmal nach oben gehen werden. Also für uns ist das hier nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser massiven Steigerung kommen konnte. Insbesondere wird hier wirklich Handlungsbedarf anzumahnen sein, denn die Energiepreise werden mit Sicherheit demnächst nicht fallen. Hintergrund der Anfrage ist die Kostensteigerung im Gemeindehaushalt und die Frage, wer diese Mehrkosten übernimmt, von Ach. Wir hatten da mehrere Fragen. Die letzte zielte zum Beispiel auf Energieeinsparungen und auf ein Energieeinsparungspotenzial hin. Auch hier haben wir eine eher unbefriedigende Antwort bekommen. Nämlich wurde auf die Umstellung auf LED-Lampen verwiesen, das sicher eine gewisse Einsparung bringt. Allerdings wird es nicht ausreichend sein. Zudem fürchten wir, teilweise wurde es ja auch in der Antwort schon zugegeben, dass es zu Kostensteigerungen für die Kalterer Bürgerinnen und Bürger kommen könnte. In Kaltern muss man sich erst einmal durch die Rechnungen graben, um sich die deutliche Kostensteigerung erklären zu können. Ein Drittel mehr Energiekosten, also auch höhere Heizkosten. Das ist eine deutliche Erhöhung vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021. Und die aktuellen gestiegenen oder die aktuell so stark angestiegenen Energiekosten sind da noch gar nicht enthalten. Wie erklärt sich die Gemeinde Kaltern also diese Preissteigerung? Nina Schröder hat auch hier nachgefragt und hat den Kalterer Vizebürgermeister Werner Atz gesprochen. Ja, natürlich ist diese Anfrage auf die finanzielle Vergütung der Energiekosten hinausgegangen, aber nicht, wie viel wir an Strom verbraucht haben. Das ist ein erster Ansatzpunkt. Ein zweiter Ansatzpunkt ist natürlich, dass der Vergleich von den Kosten von Jahr 2020 und dem Jahr 2021 vorgenommen worden ist. Und da hat eine interne Analyse natürlich ergeben, dass vor allem die Stromkosten in absoluten Zahlen im 2020 relativ niedrig waren, weil wir da auch teilweise im Lockdown waren und dementsprechend natürlich öffentliche Immobilien, sprich Grundschule, Kindergarten, nicht in Betrieb waren und somit das Bild verfälscht, weil dann auch die Schulen, Grundschulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäude wegen Lockdown geschlossen sind. Und das zieht sich natürlich dann das ganze Jahr 2020 im Weg. Wenn Sie jetzt den Vergleich mit 2019 machen würden, wären Sie also ungefähr wieder auf diesem Stand von 2019 oder gibt es auch eine Energiepreiserhöhung? Wir haben natürlich jetzt nur auf die Anfrage der Freiheitlichen Gemeinderat geantwortet und da war die Frage, den Vergleich 2020 bis 2021 zu machen. Jetzt den Vergleich 2019 bis 2021 haben wir jetzt nicht gemacht. Aber es ist sicherlich eine gute Anregung, weil da in der Substanz dann der Vergleich besser ist, wenn man zwei Jahre vergleicht, wo eben kein Lockdown ist. Wenn man jetzt hört, dass die Energiekosten einerseits durch die Ölpreissteigerungen im Gefolge von Corona, andererseits jetzt ganz sicher durch die Ukraine, durch den Krieg weiter steigen wird, kann es sein, dass die Gemeinde Kaltern sich schwer tut, das zu stemmen in Zukunft? Natürlich machen wir uns das wie jede Familie in Südtirol. Jeder Betrieb in Südtirol die Frage, wie wird sich diese Preissteigerung auch auf unsere Kapitel auswirken. Das haben wir einerseits schon in der Bilanzerstellung aufgenommen, sodass wir hier schon erhöhte Energiekosten mit eingerechnet haben. Aber natürlich betrifft diese Energiekostensteigerung die Gemeinde genauso wie jede anderen Bürgerinnen und Bürger in Südtirol. Und hier müssen wir uns dann die Frage stellen, wie hoch kann die Energiekosten noch weiter steigen werden, weil es sicherlich dann auch die Frage ist, wie kann man diese Kosten dann auch abdecken. Hier braucht es also noch eine genauere Analyse, wie die Kosten tatsächlich in die Höhe geschnellt sind. Der Vergleich 2019-2021 steht noch aus.